Willkommen zum Sepik Sunday. Ja, meine Lieben, alles Gute zum Sepik Sunday heute wieder. Wir haben den Christian. Dann oh krass, es ist schon wieder Sonntag. Mensch, ist schon wieder Sonntag, ey. Also es ist heute der 19. Oktober, wa? Boah, ja, krass. Ja. Ich bin gerade gar nicht zu Hause. Du musst jetzt quasi in die Zukunft denken. Weil wir spielen gegen Christian mit der Bundesligamannschaft heute. Also, wo bist du denn heute eigentlich? Ich komme gerade aus München wieder. Sieht man doch, oder? Ach so, ja, ja, stimmt, ja. Du sprichst noch so bayerisch, Christian. Mhm. Haxe war voll geil. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hoffe, dass wir Haxe gegessen haben. Ja, oder irgendein anderes bayerisches Mittagessen. Sie ja, mit selbstgemachte Simmelknödel, Alter. Ja, und schön Krautsalat. Ja. Drauf. Wobei, Mensch. Da ist immer Kümmel drin, die Penner. Ich hoffe, es war gut, Christian. Ja, weil hoffentlich gut. Was haben wir denn noch so? Ach, ja, ich kann auch mit den Holländern spielen. Oh, geil. Ja, ich habe halt erstmal, ich besinne mich erstmal auf die Sachen, die ich gezogen habe. Müller hast du gezogen, nice. Ne, Müller habe ich leider nicht gezogen. Und die beiden Verteidiger habe ich auch nicht gezogen. Aber leider Santana. Ja, ich habe Santana mal Ronaldo geholt. Den haben sie ja auch hart abgewertet. Ja. Aber ich hatte ich kann jetzt schon sagen, ich werde nachher mal meine absolute Geheimwaffe einwechseln. Echt? Ja. Soll ich mal Ronaldo einwechseln? Besten Stürmer aller Zeiten. Ah, Leute, ich habe total oft in den Kommentaren schon gelesen, wo ich denn Ronaldo her habe und warum ich nicht mit dem spiel und warum der auf der Ersatzbank steht. Leute, diese Leute haben keinen FIFA. Den habe ich zweimal gespielt. Das habe ich in der ersten Folge sehr ausführlich nochmal erklärt. Und konnte man auch sehen, wie ich den ausgewählt habe. Also man kann sich Spieler aussuchen. Und zwar ganz am Anfang, wenn man startet. Und ich glaube, in-game auch noch, ne? Weiß ich gar nicht, ob man das noch kann. Ja, aber ganz am Anfang kann man sich halt mehrere Spieler aussuchen, die man ausleihen möchte. Jetzt Ronaldo, Messi, ein paar Verteidiger waren dabei, glaube ich. Ja. Und lol, what the fuck? Was war das denn? Ja, erstmal der Torwart kommt raus, jawohl. Erstmal bis der wieder ein Tor ist. Boah, als Ersatztorwart habe ich Trapp. Echt? Den fand ich noch ganz gut. Ja, so als nicht selten. Oh, schade. Ja, ich habe hier Benaglio gezogen. Bin auch relativ, naja, zufrieden. Es geht so. Also wenn du einen guten Stürmer hast, der schießt den auch rein. Also Benaglio hält wirklich nur das, was auf ihn drauf geht. Das Problem bei manchen Torwärten ist einfach, dass die den Ball nicht festhalten, sondern... Ja, genau, das macht der nämlich auch. ...wegfausten und dann kommt meistens der zweite Spieler an und setzt das Ding dann da rein. Oh Mann, warum kann denn keiner mal den Ball abnehmen? What the fuck? Weiß. Alter, wirklich schier bei dir. Oh wei, Mkhitaryan ist durch. Nein! Das ist halt Benaglio das Ding noch schon wieder rausgeholt. Aber nicht festgehalten, ja? Den hat er auch wieder abgebrochen. Ja, den hätte ich auch mal festhalten können. Echt mal. Mensch. Warum macht er das nicht aus einem Meter Entfernung? Ich hasse Mkhitaryan. Jay ist auch immer so krass. Echt? Ich finde den voll gut. Ich hasse ihn halt als Gegner. Achso. Ich hatte im letzten FIFA hatte ich halt auch Kagawa. Ah. Für meine Barclays-Mannschaft allerdings. Ja. Fand ich gar nicht geil. Nee, der war auch kacke. Aber bei Jay macht der Kagawa echt einen guten Job. Nach vorne, nach hinten sogar. Der geht sich verteidigen. Schmelzer. Ach, was denn? Christian spielt viel zu stark durch die Mitte, so wie ich so. So. What? Oh, das war knapp. Boah, war das knapp. Der wäre genau in den Winkel gegangen. Ah, der hält nicht ganz so gut. Also, den hätte er auch wieder festhalten können. Ja. Ist klar. Ja, siehst du, den hat er auch nicht festgehalten. Hat mein Spieler den gerade rausgekriegt? Spiel doch ab! Hast du gesehen, mein Spieler hat den eiskalt rausgeköpft, ey. Oh Mann. Warum der Schmelzer allerdings nicht direkt gepasst hat, sondern den Ball angenommen hat, wird mir schleierhaft bleiben. Oh nein, Müller 4. Kurz, ist du Weidenfeller hält den fest.
Ja, siehst du, deiner hält die wenigstens fest. Ja, aber ich kann doch nicht meckern. Trikot an. Ich kann doch nicht meckern hier. Das geht noch voll klar. Hier. Oh, da kriegt er den auf den Kopf. Willst du mich verarschen? Ah, Mann. Was? Da hast du dich durchgedribbelt? Ja, da war dann nur leider so zwei Verteidiger zu viel. Aber trotzdem voll gut. Also Christian trickst hier auch ein bisschen. Naja. Also immer ein bisschen, nicht so wie ich, gar nicht. Wobei, manchmal habe ich auch so meine Sternstunden, ne, wenn ich gegen Jay mich überheblich fühle. Achso. Hau ich auch schon mal was raus. Ey, Gündogan, ich habe doch schon 50 Mal auf Passen gedrückt. Du hörst deinem Trainer nicht zu. Hast nicht bezahlt, Jay. Ach, Christian. Jetzt bin ich schon total verwirrt hier, ey. Jetzt fängst du an wie Jay. Nee, wie Christian. Ach, ne, doch wie Jay. Achso. Oh nein, also du. Oh, oh. Oh. Nein, schieß doch direkt! Ah! Torschuss. Voll das Geplänkel hier. Oh wei. In der Halbzeit kommt meine Geheimwaffe. Okay. Ja, echt mal. Böses. Achso, für dich. Scheiße. Das war kein Foul. Setzt du dann hier Großkreuz in Sturm oder was? Weil den könnte man ja theoretisch überall spielen lassen, das stimmt. Auch als Torwart wird er gehandelt. Der hat schon mal 11 Meter gehalten. Oder? Das stimmt, ja, ich glaube schon. Oder zumindest mal so in einem Spiel wird gehalten, wo er rein musste. Wo keiner wollte und nur er gegangen ist. Das ist halt die Hure. Ja, die hat einfach so viel. Keiner will, Kevin muss. Der kann das aber auch einfach. Der ist einfach so ein Killer. Der hat so viel Motivation, der kann alles. Du brauchst so Motivation. Ja, manchmal erschreckt mich da tatsächlich, was der mit Motivation so alles hinkriegt. Krass, ne? Das ist echt übel. Das Lustige bei Großkreuz ist allerdings irgendwie, der spielt immer so zwischen richtig geil und totalem Bullshit. Ja, 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 je nachdem wie die Motivation dann ist, ne? Da haben wir wieder, Christian, Motivation. Oh, Schmelzer. Und der Ball fliegt jetzt aus. Es gibt Abschluss. Wir standen einen halben Meter von dir entfernt. Du knallst den Ball. Ja. Die Sau, ey. Och nö. Oh, was? Du Engine. Dann merkt er nicht, dass er den Ball nicht mehr hat. Das finde ich in der Version passiert leider sehr häufig, dass er dir den Spieler nicht gibt oder du nicht wechseln kannst. Obwohl den Spieler, den du gerade hast, der richtig scheiße steht. Okay. Ich habe mir das leider nie angewöhnt, so richtig hart mit dem rechten Stick zu ändern. Deswegen kriege ich auch selbst das wieder geht mal nicht. Den selbst falschen. Selbst das geht nicht. Der so, blockiert okay. Das dann einfach komplett. Das ist so Arsch. Denied. Echte. Du hast nichts zu sagen, Junge vom hey, Controller. Halt. Hier, Kevin, was soll das? Oh. Aogo. Ach, Aogo, das ist auch so eine Rennrakete, wa? Naja. Geht so. Also in dem FIFA ist der eher schlecht als schlecht. Oh Mann, was ist das denn für ein Pass? Mann, der Ramos zwar schnell, ne, aber... Da gibt es auch noch ein Tor. Aua! Ja, hier Reus, ey. Ah, 0-0 noch. Zur Halbzeit. Ja, aber jetzt muss ich auswechseln. Das steht gleich nicht mehr 0-0, Alter. Oh, weil Passgenauigkeit 75%, Mensch, ey, voll gut hier. Warum hast du denn Schussgenauigkeit 100% und nicht 50%? Willst du mich verarschen? Die Torschussstatistik ist sowieso immer das Geilste. Weißt du, das ist irgendwie so fünfmal aufs Tor geschossen, der Torwart musste jedes Mal den Ball halten, dann steht da irgendwie so Schüsse aufs Tor 0. Ja, ja, und hast okay. Schon drei Tore. Ja. Naja, genau. Na, jetzt, ja. Womit spielst du eigentlich? Mit welchem Controller? Mit dem Xbox One Controller. Echt? Kannst du den einfach ja. So dran connecten über Bluetooth? Ja, du musst noch irgendeinen so Treiber runterladen. Das Programm schmiert dann auch irgendwie immer ab, aber es funktioniert. Gibt so ein Xbox-Programm, aber ich glaube, das ist für die, das habe ich für die 360 habe ich das installiert, deswegen schmiert das ab, weil das dann mit dem Treiber nicht klarkommt. Ah, okay. Ja, ich spiele eigentlich noch gerne gern mit meinem PS3-Controller. Ich bin so ein Romantiker von PS3. Ein? Wen hast du? Da ist er! Nein, das war er nicht. Aber ein anderer. Das war Mkhitaryan. Scheiße! Aber gut, ja. Mann, ich hab gedacht, da kommt Opa, weil der ist angerannt, ey.
Was denn das? Ey, was ein Zuckerpass. Ne, dein Verteidiger. Ich hab das überhaupt gar nicht realisiert, dass der da eiskalt durchgeht, der Ball. Ich muss auch sagen, ich hab irgendwie auf Passen gedrückt und mir dann gedacht, so, ja, scheiße, jetzt kriegt der Verteidiger den Ball. Ja, hast du alles richtig gemacht, Christian. Nicht mit Valdez. Ich wusste gar nicht, dass er wieder in der Bundesliga ist, ehrlich gesagt. Bis ich ihn gezogen habe. Ja. Valdez? Valdez? Ja. Ich weiß es auch nicht. Da habe ich mir gedacht, alles klar mit dem Spielzeug. Oh, was? Den macht der nicht, ey, aus 5 Meter Entfernung. Hallo? Hallo? Oh, Mann, ey. Ey, da gibt mir nichts zu klatschen, genug. Mann. Herr Müller, renn erstmal wild durch die Gegend. Der gute Valdez, ja. Oh, Christian. Normalerweise steht da mal ein Spieler. Normalerweise kann ich hier auch durchrennen, Mann. Normalerweise? Ja, klar. Was geht's noch, ne? Castro. Komm. Castro gefällt mir auch richtig gut. Ja. Der macht nämlich jetzt die Butze. Ah. Boah, Müller, ey. Der Schmelzer, der ist... keine Ahnung. Was war das denn für eine Flanke? Und was war das denn für ein Pass, ein Abpraller? Oh, Leute, ihr sprecht heute echt Spanisch alle, oder was? Könnt euch nicht verständigen hier. In dieser auch schönen Bundesliga-Mannschaft. Ey, Schiedsrichter hier. Oh Mann. Der hat die Pfeife auch nur als Attrappe, ja. Nee, der ist selber Attrappe, ja, gerade. So, Mkhitaryan regelt das hier für dich alles. So, deshalb geht er mir so schwer auf die Eier, weil er wirklich stark ist. Und hier vorne passiert überhaupt gar nichts. Ach, Walter, ich finde auch die Haare von Valdez so geil. Der hat nämlich genau zwei Texturen, nämlich die über der Schulter hängen und genau und die anderen. Und das sieht immer total abgefahren aus. Ja, bei dem hat sich richtig Mühe gegeben, weil wir wissen, dass jeder den spielen will. Sehr. Bist du da vorne, der auch schon wieder den Ball? Ey, Leute, was ist das denn hier? Jetzt spiel doch mal machen. Wie oft soll ich ihn drücken? Wir müssen ein bisschen offensiver gehen, Leute. Hier läuft überhaupt gar keiner mal nach vorne. Christian hat schon alle Verteidiger wieder da. Großkreuz. Ist das hier mal was passiert, ey? Da, Großkreuz läuft mal. Ja, der Großkreuz. Man kann ja jetzt hier auf nicht nur Ultra-Attacking stellen, sondern auf noch einen weiter. Ja, auf, also ey, quasi Mobs-Geschwindigkeit oder so. Ja, der Torwart geht mit. Oh Mann, der kam gut. Oh Scheiße, da steht dann Valdez. Oh Mann. Dann rennt der noch wie so eine kleine Pace-Runde. Ist zwar nicht... Ey! Wie am Schreien ist. Ja, hier. Oh, jetzt hat er sich verletzt, der Mkhitaryan. Nee. Oh Mann, ey. So Bobby, meine Verteidiger da. Lass sie da einfach seinen Ball durch. Das ist ja leider festgehalten. Ja, das war auch... Ich kann Freistöße nur, wenn die irgendwie direkt am 16er sind. Ja, dann geht das deutlich besser, ne? Ich will die 40 Meter weg sind. Ich weiß gar nicht, ob die dann reingehen, oder? Also mit normalen Spielern. Brauchst du, glaube ich, schon so einen Ronaldo-Schuss oder so. Ja, glaube ich nämlich auch. Also von der Stärke zumindest. Oh, Seitenwechsel hier, wenn hier nichts passiert, ey. Muss der Großkreuz das halt mal machen mit einem Zuckerpass auf so einen... Oh, Mann, und dann verplempert's. Hey. Oh Mann, der Großkreuz, der kämpft hier in meiner Mannschaft. Herrlich. Na ja, gut, dass ich meinen Ball erstmal weg. Der spielt schon lange nicht mehr. Ja. Ey, komm, herrlich. Ja, so. Der Spielaufbau war hier vielversprechend, aber dann ist der Ball auch schon wieder Puccicato. Halt ihn nochmal fest, reißen Mann. An. Langsam kann umreißen, nicht wegstoßen. Wie der Müller da fast eiskalt durchläuft, ey. Ja, der ist ja auch einiges gewohnt. Müller kriegt sowieso mal in den Spielen auf die Schnauze. Ja, das stimmt. Der echt krass. Also, dass der noch nicht kaputt ist, das wundert mich jedes Mal. Er hat, glaube ich, jedes Mal eine blutige Nase in einem Spiel, ne? Oder zumindest im Länderspiel dann. Boah, ist der frei. Oh, shit! Der wollte gerade schießen. Ja, das habe ich gesehen. Was ist denn der Son? Warum ist der Son eigentlich so weit hinten? Der ist bei mir linker Flügel.
Und ich spiele offensiv. Jawohl, der Müller. Ach, lässt sich von Subotic hier mal richtig malträtieren. Oh Mann. Schlussphase läuft, ey. Richtig fett am Arsch. Ja, Adrian Ramos, der macht überhaupt gar nichts, die Wurst. Kannst du dem nicht sagen, wie Junge. Hier, du hast hinten nichts verloren. Gibt doch jetzt so spezielle Anweisungen für die einzelnen Spieler. Echt? Das gibt es? Mhm. Für die einzelnen Spieler? Ja, ja. Ah, ja, du kannst ihm sagen, wir hier komm mit nach hinten und nach vorne und bleib mal lieber hinten und all so ein Quark. Boah, ich stehe aber auf ein paar ultra nie. Krass offensiv, ne? Oh Mann! Wollte ich dem Müller das auch schon gönnen, dass er mal eine Einzelaktion hier macht. Oh, Alter, was ist denn hier los? Oh, das ist der Druck, das ist der Druck, Leute. Und die Fans, die pfeifen schon. 3 Minuten Nachspielzeit, das wird gewesen sein, ne? Leute, das wird es. Naja. Hätte ja sein können. Da dürfen wir noch einmal schießen mit Benaglio. Bumm. Und dann wird es das gewesen sein, ne? Oh nein. Ey. What? Ja, erst noch einmal den Ball. Ich spiele ja kein Rugby. Oh, scheiße. Das war's. Hast du gesehen? Sagt er jetzt so lange, bis der das scheiß Tor geschossen hat. Ich wusste es! Das ist so. Boah, Alter! Das war so knapp! Oh, das war so knapp! Das war echt ziemlich knapp. Oh, das war so knapp. Und Christian noch. Das sagt er so lange, bis der das Tor geschossen hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass du das Ding jetzt reinmachst. Das hatte ich aber auch schon gesehen, ey. Ja, hat der Son leider nicht so einen reingemacht, ey. Schade. Aber bei Hazard habe ich ja auch. Aber den kleinen Bruder aus Gladbach. Ja, den habe ich auch. Der ist nur ausgeliehen von Chelsea, wa? Echt? Ich glaube schon. Ich habe den gezogen, habe mich mit gefreut wie Sau, dass da Hazard stand. Und dann habe ich den Tier gesehen und habe genirrt. Nee, ich glaube, also das ist auf jeden Fall der Bruder. Aber ich glaube, der ist auch nur ausgeliehen, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist auf jeden Fall von den Gladbach Werten den gekauft auch, hat. Auch nicht so Monster. Ja, aber Monster. Schlecht ist er jetzt auch nicht. Nee, das würde ich gar nicht sagen. Keine Ahnung. 12 oder so. Ja, kann man hier schon im Ultimate Team spielen. Was hast du im Leben erreicht? Ah ja. Season History. Hammer. Wir haben uns neutralisiert. Wir haben beide 3 Punkte. Aber du hast ein Tor mehr geschossen. Das ist ein guter Start für eine schöne FIFA-Season gegen Chris. Wir werden dann irgendwann... Ich muss mir jetzt ein Package kaufen, ich habe keine Verträge mehr. In einer der nächsten Folgen werden wir mit Christian mit 9 Verträgen dann spielen. Warte, ich ziehe jetzt eben noch ein Gold-Package. Muss ich kaufen, weil ich habe keine Verträge mehr. Echt? Da habe ich direkt... Ja, natürlich kann man Verträge auch billig kaufen, aber ich will jetzt einfach mal wissen, was da... Könnt ihr ein paar schenken. Aber ich glaube, das ist aufwendiger zu schenken, als so ein Pack ziehst. Oh, ich habe Pepe gezogen. Ey, das ist leider gut. Leider den Italiener, der bei Juventus spielt. Ja. Hutchinson. Oh, Kraft. Na, der normale Pepe ist nicht so viel wert, aber ist ziemlich gut. Immerhin. Eginium kenne ich nicht. Scheiß Trikot, scheiß Mitarbeiter. Aber 3 Verträge, Mitchell, ne? Ja. Ah ja. 2 goldene. Immerhin. Ja gut, liebe Zuschauer, das war es dann auch wieder für heute und freut mich, dass ihr zugeschaut habt, freut mich, dass Christian hier noch ein zweites Spiel gemacht hat und mir gezeigt hat, dass da irgendwie meine Verteidigung noch ein bisschen schläft, aber daran können wir noch arbeiten. Ja, ohne Scheiße, war ja ein schwerer Fehler, er lässt ja da einfach den Ball da durch und dann... Wen hattest du links? Ach, Aogo, ne? Naldo. Ja, Aogo und Naldo. Beiden ist ja vorbeigekullert, ey. Peinlich. Das war mein Plan. Peinlich, peinlich, peinlich. Ja, euch noch einen schönen Abend, ne? Haut rein, bis dahin. Tschüss. Tschüss.